Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Das heutige Thema ist ja vielleicht so ein bisschen den Sommer verabschieden. Also mir war nach viel Bunt, nach kräftigen Farben und ich wollte auch komplett die ganzen Töpfchen und Farben mal ausschöpfen, was nicht möglich ist, weil da bräuchte ich wahrscheinlich tatsächlich eine Leinwand von 10 Meter, aber immerhin bisschen hat es ganz gut funktioniert. Also, ich wünsche dir viel Spaß. Das Ganze ist in Aquarell und bedeutet auch für Anfänger, Frau Henningsen, ne? Für Anfänger. Ja, hier, das sind die kleinen Vorbereitungen. Mein Herzenswärmer, ja, Aromatherapie. Und dieses Bild hat mich inspiriert für dieses Video. Von den Farben her, ne? Also, ich zeichne immer irgendwas und dann gibt es irgendwelche Farben, die dann fürs nächste Bild, die ich dann fürs nächste Bild verwende. Und ich beginne jetzt einfach mal erstmal mit dem Material. Das ist dickes Aquarellpapier und sämtliche Aquarellstifte, Aquarellfarben, die ich zur Verfügung habe. Und meine Empfehlung, jetzt Leben ist schön, bunt, beginn mit lockeren Strichen, ja. Also hier ist jetzt nochmal ein Posca-Stift und das Ganze, ich wollte eine gewisse Lockerheit aufs Papier bringen. Ist ja Thema, das Leben ist schön, ist übrigens jetzt der zweite Teil, Let's Life. Im ersten Teil ging es ja eher so darum, was wir alles lernen können übers Leben. Und hier jetzt eben die andere Richtung, nämlich dass das Leben schön ist, dass das Leben ja, uns viele Geschenke auch oder viele tolle Überraschungen für uns bereithält. Und ich habe es ja schon angekündigt, nicht alle Überraschungen haben mir gefallen. Oh Jösses, Entschuldigung, es ist früh und ich bin etwas erkältet. Aber jetzt nochmal. Dieses Set's Life, das Leben ist schön, das Leben ist bunt. Was bedeutet das nun genau? Ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen und nicht für dich oder für irgendwelche anderen Frauen. Ja, für mich bedeutet es Leben, Lachen, auch Weinen, zu lieben, ja, zu vergeben, auch, ja, Glück erleben. Im Fluss sein und ganz wichtig, unartig zu sein, ja, einfach mal anders zu reagieren, wie dein Umfeld es vielleicht von dir erwartet. Das ist total irre und macht Spaß, ja. Oder den Morgen in seiner Schönheit zu lieben. Also wenn du Lust hast, steh ruhig mal um, ja, meinetwegen um 5 Uhr morgens auf und erleb mal, auch im Winter, gerade im Winter ist es ja ganz toll, diese morgendliche Stimmung zu erleben. Ja, früher gab es halt auch noch einen richtigen Winter, ne? Das heißt mit Schnee. Aber da war es natürlich nochmal ein Tick spannender und voller Überraschungen. Heute ist es eher mild, aber trotzdem. Dann ganz wichtiger Punkt ist für mich persönlich, über mich selber zu lachen. Das heißt, auch dieses Leben, Let's Life, nicht so bierernst zu nehmen, was natürlich bierernst. Ich als trockene Alkoholikerin, aber trotzdem, mir fällt jetzt gerade kein anderer passender Ausdruck ein, ja, über sich selber lachen. Also ich lache gerne, unwahrscheinlich gern über mich, weil mir passieren viele Fehler, ja, und ich sage auch immer, mindestens 3 Fehler zu machen am Tag und das ist okay. Sollte man machen. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Das macht es leichter und einfacher, das Video für andere Interessenten zu finden.
Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, jetzt bin ich kurz unterbrochen worden. Ja, hier, Luft zum Atmen, bevor ich jetzt gleich weitermache mit Let's Live. Aquarelle benötigen Luft zum Atmen, genauso wie die Menschen. Ja, auch wir benötigen Luft zum Atmen. Wir benötigen einen gewissen Freiraum. Wir benötigen oftmals einen großen Raum für uns oder mehr Raum, dann wieder weniger. Und genauso ist es mit den Bildern. Auch die Bilder benötigen Luft zum Atmen. Aber jetzt geht es hier nochmal weiter mit That's Life, Teil 2. Über sich selber lachen, über sich selbst zu lachen. Oder ich lache gerne über mich selber. Ich bin absoluter Orientierungsdepp. Also ich verlaufe mich so gesehen in der Telefonzelle. Und ich schaffe es tatsächlich, mich mit Google Maps zu verlaufen. Ne? Und das letzte Mal, wo ich wirklich herzhaft über mich lachen musste, aber erst im Nachhinein wohlgemerkt, ich latsch durch Kiel, ja, total voll bepackt mit irgendwelchen Koffern und auf der Suche nach meiner Ferienwohnung. Und ich schaff's tatsächlich, ich bin im Kreis gelaufen. Ich kam dann wieder am Ausgangspunkt zurück, nämlich am Bahnhof. Ich wollte meine ganzen Koffer, also Koffer war nur ein Koffer, aber Taschen, ich wollte es wegschmeißen, ich habe die Schnauze voll gehabt. Und dann, also ich habe es dann tatsächlich schon noch geschafft, ohne Google Maps in meine Ferienwohnung. Und dann irgendwann, ja, dann habe ich einfach mal wirklich drüber gelacht. Ja, ich finde das total wichtig, um auch entspannt und ein glückliches Leben anzustreben. Und auch zu genießen, ist tatsächlich zu lachen. Lachen, ist, wissen wir ja, ne, ist die beste Medizin. Aber auch über sich selber zu lachen. Ja, und dann natürlich Spiritualität ist für mich jetzt ganz, also wirklich wichtig. Regelmäßig in sich zu gehen, ja, Spiritualität zu leben. Für mich ist Spiritualität bedeutet Natur natürlich, viel Natur, als Hochsensible sowieso. Also draußen zu wandern, sich viel in der Natur aufzuhalten, auch das Göttliche zu suchen und zu finden. Ja, und Let's Live, Frieden zu schließen. Frieden zu schließen mit den Eltern. Frieden zu schließen mit sich selber natürlich. Ganz wichtiger Punkt. Sich selbst gut zu behandeln. Liebevoller Umgang. Ja, und auch zu lernen. In dem Augenblick, wo du malst, ist es immer auch ein Lernprozess, ein liebevoller Lernprozess. Ein Lernprozess, der Spaß macht, zu lernen, zu üben, zu erkennen. Ich habe es ja schon angesprochen, auch die Überraschungen im Leben, nicht alle Überraschungen haben mir natürlich gefallen, ne? Ist klar, nicht alles war cool. Aber dieses heilsame Malen bietet uns, dir, mir, wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, um zu lernen. Um das Leben liebevoll zu betrachten. Ja,
Ja, ich möchte ganz gern nochmal zu den Eltern kommen. Ich hatte das Glück, mit meinem Vater Frieden zu schließen. Ich habe meinen Vater, ja morgens zu malen, da sind wir jetzt wieder beim Morgen, ne? Ich habe meinen Vater einmal gefragt, sag mal, hast du dich jemals geschämt für mich? Na, ich stand ja oft total abgebrannt vor ihm, vor der Firma und habe um Geld gebeten. Also es muss schlimm gewesen sein, ne? Und ich habe ihn dann eines Tages, da war ich schon viele, viele Jahre trocken und clean, dann habe ich ihn mal gefragt, sag mal, hast du dich jemals geschämt für mich? Und wie aus der Pistole geschossen kam es, nein, niemals. Und dafür bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar. Mittlerweile ist er über 4 Jahre auf der anderen Seite, sagen wir es mal so. Ich rede heute noch mit ihm regelmäßig. Und der nächste Punkt war dann eben, Frieden zu schließen mit meiner Mutter. Ne? Meine Mutter lebt noch, ich besuche sie regelmäßig. Und auch da bin ich sehr dankbar für, was sie mir alles mitgegeben hat. Ja, auch das gehört, That's Life, zum Leben mit dazu. Zu erkennen, wow, man ist nicht immer eins, ja, aber trotz allem hat man auch viel mitbekommen, viele schöne Dinge. Ja, danke. Danke, dass du mit dabei bist. Ja, ich wünsche dir jetzt danke viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives, heilsames Malen. Jetzt habe ich meinen Text vergessen. Ich bin ja drauf. Ja, viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder. Also, wenn es heißt, intuitives Malen für mehr Leichtigkeit, intuitives Malen für sensible Frauen.